Wir sind die Enzinger Mineralheilquellen GmbH. Wir sind ein schwäbisches mittelständisches Familienunternehmen. Wir stellen Mineralwasser und Erfrischungsgetränke her mit 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wir sind darin auch Marktführer in Baden-Württemberg. Wasser ist tatsächlich unser Hauptprodukt. Pro Woche verkaufen wir ca. 3 Millionen Liter Mineralwasser und Erfrischungsgetränke. Pro Tag ca. 600.000 Liter sind es ca. 600 Tonnen und das erfordert natürlich eine gute, zuverlässige Infrastruktur. Damit sind für uns leistungsfähige Geräte sehr, sehr wichtig. Früher einfach mit Verbrennerfahrzeugen nur möglich. Und mittlerweile ist eben da die Technik weiter, worüber wir sehr, sehr glücklich sind, weil eines unserer Hauptmerkmale als Unternehmen ist Nachhaltigkeit. Und deshalb passt für uns die Elektrifizierung unserer Fahrzeuge hier in der Verladehalle sehr, sehr gut zu unserem Gedanken der Nachhaltigkeit. Vor diesem Hintergrund haben wir den Linde X35 Stapler, den neuen Elektrostapler, sehr, sehr gerne getestet. Wir verladen rund 2.500 Paletten pro Tag vollen Leergut. Und am Band sind es rund 5.000 Paletten, wo die drei Anlagen in 24 Stunden bringen. Im Durchschnitt kommen bei uns mit der Spedition so rund 60 LKWs pro Tag. Und dann müssen die Fahrzeuge einfach laufen und ja, da zeichnen sie sich einfacher aus durch die Zuverlässigkeit. Wir haben hier die Situation, dass der X35 mit dem Vorgängermodell fährt, mit dem Lione-Stapler. Die fahren im Dreischichtbetrieb, die bewegen pro Tag 5.000 Paletten vollen Leergut. Und da haben wir jetzt einfach in den Tests festgestellt, er ist viel wendiger, er ist einfach schneller und das ist das, was bei unseren Leuten wieder ankommt. Also das einfache, kompaktes Gerät. Obwohl der Stapler nur das kleine Batteriepaket drin hat, hält er zwei Schichten durch und wird zweimal in der Pause zwischengeladen. Das Fahrzeug ist auch ziemlich schnell. Und da ist mittlerweile der Tenor bei uns hier im Haus, dass sie sagen, komm, kaufe den Stapler. Mit dem X35 bin ich deutlich schneller. Der passt prima hier rein und ich würde ihn gerne behalten. Der hat Power. Wenn wir neue Fahrzeuge kaufen, machen wir immer wieder Tests. Und horchen natürlich auch auf unsere Mitarbeiter, weil es macht keinen Sinn, ein Arbeitsgerät hinzustellen, wo der Mitarbeiter sagt, mit dem will ich gar nicht fahren. Die Rückmeldungen sind echt super. Wir haben jetzt den Stapler weggenommen vom Band und setzen ihn gerade in der Verladehalle ein. Da war jetzt schon die erste Anfrage da von den Mitarbeitern, wann kommt der Stapler wieder ans Band. Der ist wie eine Kette. Ich habe schon gesagt, schon ein paar Mal. Das ist ein wunderbarer Stapler. Schnell reagieren, Kommande, schnell läuft, schnell starten. Also perfekt, perfekt. Was soll ich sagen noch?